Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Kaltenberg. Wissen Sie, Mama, da ist ein Widerstreit in meiner Seele. Und immer dann, wenn es darum geht, weil Fernsehen, das hat ja was mit Sehen zu tun, verstehen Sie? Und wenn ich ganz im Dunkeln stehen würde, dann würden Sie zwar besser diese grandiose Illumination betrachten können, aber Sie dann nicht von mir nichts sehen, sondern mich nur hören. Und da muss man sich halt dann entscheiden, was ist schöner. Ne? Entweder Illumination oder der Griebel oder vielleicht sogar doch mal aus dem Dunkeln moderieren. Nichtsdestotrotz, wir probieren das halt einfach aus. Also Kaltenberg heißt im Advent auch Weihnachtsmärkte, und zwar gleich mehrere. Herr Wiegand, Sie haben das immer auf die Wochenenden verlegt, gell? Ja, weil wir hier auch ganz viel Programm haben. Also der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg hat immer Samstag und Sonntag geöffnet an allen Adventswochenenden. Und diese junge Dame, jetzt bitte treten Sie mal ins Licht der Welt hinaus. Sie haben das Ganze organisiert. Ja. Wie wächst man denn in sowas hinein? Wo kann man sowas lernen, einen Christkindlmarkt zu organisieren? Na, das ist Learning by doing. Ganz genau. Man fängt halt irgendwann mal mit einer Idee an, okay, und dann macht man kleinere und größere Fehler und dann verbessert man die im nächsten Jahr. Sie macht doch keine Fehler. Nein, man macht natürlich sehr viele richtig gute Sachen und dann merkt man so, oh, das kann man besser machen, das kann man schöner machen und dann wird es halt immer besser. Ja. Ist es nicht reizvoller, wenn man sich dann so bei seinem Christkindlmarkt so ein Standl einstellt und dann was Schönes verkauft, was weiß ich, Rauschgoldengel oder Christbaumspitzen oder sowas? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das habe ich noch nicht gemacht. Ach, ich noch nicht gemacht. Ich bin in der Organisation ganz gut. Herr Wiegand, wie muss man sich denn so die Überschneidung der Beschicker oder der Firanten vorstellen? Sind das auch die Leute, die normalerweise dann, was weiß ich jetzt, bei ihren Ritterturnieren dann irgendwelche Lanzenspitzen verkaufen und jetzt hier dann die Lanzenspitzen zu Christbaumspitzen umgearbeitet haben? Ja, das kommt darauf an, wie flexibel die sind. Weil Ritterturnier ist ja das Thema Mittelalter. Okay. Und das ist aber kein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt, sondern ein handwerklich schöner, toller, erlebnisreicher Weihnachtsmarkt. Mhm. Und also der ein oder andere vom Ritterturnier ist auch da, aber die Frau Hoffmann hat handverlesen 91 Stände, die wunderschöne Sachen haben hierher geholt. Und die gilt es eben zu entdecken. Also 91 ist schon sehr viel, wobei das Gelände natürlich groß ist, gell? Ja, es kann auch untergehen im Gelände. Ja. doch, 91 also Brennpunkte, ist eine schöne so Schwerpunkte. Zahl. Wie bitte? Haben Sie also Schwerpunkte? Weil ich vermute, die Arena werden Sie nicht bespielen, oder? Mit dem Christkindlmarkt. Nein, wir sind ja nur am Nordgelände hier oben. Aha, okay. Und im Endeffekt wird es, wie der Herr Wiegand schon gesagt hat, Hand ausgelesen. Ja. Wobei es natürlich toll wäre, wenn man sich so vorstellt, plötzlich hört man ferne Schlitten schälen und dann schwebt vom Himmel so ein Schlitten runter, wo dann der Santa Claus drin sitzt und vorne Rudolph the Red-Nosed Reindeer und die fahren dann so in die Arena rein. Verstehen Sie? Das? Kitsch-Alarm. Also, außerdem sind wir in Bayern und okay, da gibt es ein Christkind. Da kommt das Christkind. Ganz genau. Jedes Wochenende oder dann nur am 24. Bei uns kommt nur der Nikolaus, ist jeden Tag da. Okay. Also immer bei unseren Öffnungen, bei unseren Markttagen. Aber der Weihnachtsmann, den gibt es bei uns gar nicht. Der schaut nicht vorbei, nee. Na? Und sein rotes Rentier auch nicht. Wir sind so ausgepufft. Ja. Okay, jetzt schauen wir nochmal dahinter, Damen und Herren. Sie sehen, es ist wirklich spektakulär. Ich war wirklich total angetan. Und dann alles ökologisch, ökonomisch mit Leuchtdioden, gell? Alles LED. Wahnsinn. Das ist wirklich beeindruckend. Und wie hat die da alle hinaufgemacht? Haben Sie da so fleißige Heinzelmännchen? Oder? Das war unser fleißiger Nathan aus der Werkstatt. Der kann das jetzt mittlerweile auch richtig, richtig gut. Nach dem dritten Jahr weiß er, was zu tun ist. Müssen wir vorstellen, das ist bestimmt so 10 Meter danach. Wenn du da runterfällst, dann machst du nie wieder eine LED-Leuchtdiode irgendwo hin. Der hat ja einen Steiger. Hat er einen Steiger? Der hat einen Steiger. Also einen Hubwagen, oder was? Einen Hubwagen. Und er hat mir vorhin erzählt, also er war jetzt ungefähr 4 Wochen dabei. Und das sind geschätzte 5 Kilometer Lichterkette. Wahnsinn. Also nicht nur eine. Das ist beeindruckend. Damen und Herren, wir haben für Sie aber so Standl ausgesucht. Also es ist so, ich muss mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Wir senden ja erst nächsten Donnerstag, was wiederum bedeutet, dass wenn die Leute das sehen, ja der Markt eigentlich schon läuft. Ja? Entschuldigung. Das macht nichts. Der hat vielleicht einen komischen Händeton. Oder ist das Handy, gell? Frau Hoffmann. Nein, wir haben so ein paar Standl für Sie ausgesucht, dass Sie sich so ein Bild machen könnten, was Sie denn hier in Kaltenberg alles so erleben würden, so Sie den Weg herausfinden. Gibt es auch wieder so einen Shuttle-Dienst mit zu den Ritterturnieren? Ja, es gibt einen Shuttle ab der S-Bahn Geltendorf. Also na, dreimal.
am Tag hin und dreimal zurück. Steht auf unserer Homepage wann. Und ansonsten, meine Parkplätze haben wir viele, die kosten 2 Euro, glaube ich. Und ja, wir freuen uns auf die ganzen vielen Besucher und auch auf die vielen Kindlein. Und ich freue mich auf die ersten Eindrücke. Dann eine kleine Pause und dann sehen wir uns am Stand wieder am ersten. Dann sagen wir, das ist auch ganz was Tolles, gibt es nur in Kaltenberg. Da dreht sich der Topf beim Rühren mit. Und der Jens, der hier rechts neben mir steht, also von Ihrer Seite aus gesehen, der hat das gemacht. Was wäre denn das? Ist das irgend so ein Tomatensug oder was ist das? Ah, das ist eine westfälische Schaschliksoße. Eine westfälische Schassel. Von der Oma, vom Rezept von der Oma. Oma, verstehst du? Paxel, wo war die Oma her? Aus Werdohl, oder was? Nee, die kommt aus Bochum. Aus Bochum? Ja, ist Bochum zu Westfalen, oder was? Kohlenweib, ja sicher. Ja, du bist mal wieder hier so ein Weltenkenner, ne? Du denkst, nein, in Italien hört der Planet auf. Nein, ich kenne Techtmeier. Kennen Sie Techtmeier? Ja, sicher, der wohnt dort 3 Straßen weiter, ist der gewohnt. Unsere Oma hat immer gesagt, wenn du der Zugspitze hochmachst, musst du Hasenbitteres bei haben, damit du ordentlich was zu stullen hast. Ja, der Techtmeier, das war der erste Liebhaber von meiner Oma, da war die noch 16, weißt du? So, also das hat sie aber auch nie gesagt. Also könnte auch sein, dass ich dem sein Sohn bin, aber ich habe nichts geerbt. Ich sag's nicht. Wie kommt ein Sauerländer nach Kaltenberg? In die Gastronomie. Also jetzt pass auf. Okay. Beleidigend müssen wir hier nicht werden. Also Sauerland und Westfale. Ja, das ist so, als wenn ich zu dir jetzt sagen würde, als Bayer, du bist der Österreicher. Ne? Genau so schlimm ist das. Ne? Und ich, ja, naja, das ist halt so. Ne? Die bayerischen Mädels waren schneller zu schwängern und deswegen bin ich hier hängen geblieben. Arme Sau. Und jetzt bin ich seit 30 Jahren in Kaltenberg. Nee, 28, oder Flo? 28 Jahre bin ich jetzt schon hier. Ich finde das toll. Und was ist das? Das ist ein Gulaschsuppen. Original westfälische Gulaschsuppe natürlich. Na, das ist ja ungarische Gulaschsuppe. Ganz lecker. Nee, darfst nicht probieren. Ist noch nicht fertig. Das kennst du, nein? Oder? Nein, aber das Problem ist ja, das bekommen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht so mit. Es schaut nicht bloß gut aus und es riecht auch noch fantastisch. Ja, ist auch ganz frisch. Das leckerste Rindfleisch hier aus der bayerischen Kuh, verstehst du, handgeschnitten. Schon nur aus dem Popo rausgemacht, die läuft noch. Mhm. Da haben wir Paprika noch drin, Kartoffelchen, Paprikapulver, Chili, Worcestersoße, Majoran, all so ein Krasch. Zwiebeln. Und das ist dann, Damen und Herren, ein echtes Gulasch, wie es der Ungarn nennt. Gulasch-Suppe. Das ist ein Gulasch. Wenn du in Ungarn ein Gulasch bestellst, kriegst du Suppen. Na, weil das Gulasch an sich heißt nämlich nicht Gulasch bei den Ungarn, sondern Pörkölt. Jetzt machst du hier aber einen auf ganz klug. Ne? Nur ein Mikrofon halten können, nicht richtig rühren können. Und dann, wir Bayern haben schon auch einen Bildungsvorsprung. Ja, ich merke ja gut, meine Tochter ist ja Bayerin, das ist in Ordnung. Gell? Also da wollen wir es mal. Pörkölt ist Gulasch und Gulasch ist Gulaschsuppe. Das ist ein echtes Gulasch. Ich bin jetzt so klug geworden, ich brauche morgen gar nicht mehr auf dem Markt, oder? Und dann ist auch noch ganz wichtig, wenn man in Ungarn ist, dass man weiß, was Kerem Seppem Harm Schör heißt. Das heißt, bitte 3 Bier. Kerem ich trinke nur Rotwein. Schlecht. Ach, das darf ich hier gar nicht sagen. Wir sind in Kaltenberg. Nein, natürlich trinke ich auch. Okay, okay. Kaltenberg. Jetzt müssen wir ein bisschen rumschauen, Damen und Herren. Schauen Sie, ein Jodsalz, das ist auch ganz wichtig, damit man keinen Krupf kriegt. Ja, das ist zum Pfanne sauber machen, weil damit koche ich nicht. Echt nicht? Nein, mit Jodsalz koche ich nicht. Pfanne ausreißen. Jodsalz mit Fluorid, das ist Gift pur. Ja, aber Jod ist ja nur. Also, das ist ein, also diese Geschichten hier, dass Jod gesund ist und dass Fluorid gesund ist, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, verstehst? Okay. So, damit machst du die Pfanne sauber, damit kochst du aber nicht. Okay, damit kochen tust du mit der gescheiten Speisesalz. Alles klar. So. Gut. Müssen wir gesund sein, wir brauchen auch keine Allergene. Gell? So. Also jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Einblick in die Verköstigung bekommen. Ja. Gibt es denn irgendwie so spezielle Christkindlspeisen, irgendwie so Kletzenbrot oder was? Ja, Maronis gibt es da drüben, dahinter, aber das mache ich nicht. Gell? Also, ich mache ja die Gulaschsuppe und die Schaschlikpfanne und die Käsetasche und die wilden Kartoffeln. Also wilde Kartoffeln und alles mit christweinlich. Mit westfälisch. Genau, das ist das so. Weihnachten. Wir hatten ja nichts anders nach dem Krieg wie Kartoffeln. Ja, weil die wachsen bei uns ja besonders gut. Genau, wir haben nichts gehabt. Ja, aber die sollten uns nichts ausprobieren. Bei dem haben wir auch nichts gehabt. Ja, schon gar nicht ein bayerisches Rind. Gell? Das hatten wir halt auch nicht. Ne? Ja, cool. Wir haben ja ab und zu den Nachbarn angeschnitten. Aber also, das auch nicht so wenn Sie hier was essen, bei dem nehmen Sie sich viel Zeit. Und vor allem das Schöne ist, Sie können auch mehr essen als sonst. Bei der liegt einer vorher ein Loch im Bauch. Und das können Sie dann wieder mit wunderbaren Köstlichkeiten füllen. So lange gesagt, also, wir schauen ein bisschen weiter. War mich sehr gefreut. Ja. Wiedersehen. Das macht nichts. Und jetzt, Damen und Herren, sind wir bei André Deutscher. Weiß nämlich im Familiennamen, wissen Sie, wo es her?
Steht auf dem Etikett von der Kiste drauf. Ja. Ich bin auch, oh, echt? Ja, klar, schon. Da steht der Name drauf. Ah, André an. Deutscher. Und der Herd, das ist ein Filzer. Der macht praktisch sowas, wie man. Ja, so, es gibt ja so wunderbare Filzhüte, die man heute fast nicht mehr trägt. Gell? Aber er hat sogar einen Dreispitzschanks. Er ist großartig. Ist ja großartig, oder? Er ist super. Ein vortrefflich Filz. Ein vortrefflich Filz. Heimischer Produktion. Ja, das ist eine doppelte Produktion. Also den Filz einmal erst machen und dann hinter den Hut draus, genau, oder? Genau. Mit den Haaren machen wir dann auch noch was. Darf ich da mal einen aufsetzen? Bitte schön. Aber gern noch. Oh nein! Wissen Sie, das Schöne bei Filzkopfbedeckungen, die sind so anpassungsfähig und auch warm. Ja. Wärmeausgleichend, warm und kann individuell gestaltet werden, dass es nur so eine Art hat. Man kann sich richtig einen anspinnen. Ja, ja. Müssen wir uns nur irgendwie überlegen, wenn wir jetzt die Kurve zu Weihnachten kriegen, oder? Ja. Den hängen wir dann lieber raus. Nein, den muss ich auf. Das ist so. Nein, ich hab so spezielle Freunde, weil ich öfters mal im Fernsehen zu sehen bin. Und ich habe früher immer Lederkarp getrunken, wenn ich einen Knurlauf gehabt habe. Und dann hat mich immer einer angeschrieben, und habe mich immer verwünscht, was ich denn mit dieser blöden Lederkappe will und so. Ach so. Und das wird noch überhaupt nicht stehen. Und seit ich 60 bin, trage ich jetzt keine Lederkappen mehr, sondern eben kommt Stoffausführung. Kommt bei uns bei, wenn alles schön drapiert ist. Hier ist unheimliche Vielfalt hier drin. Und schauen Sie, Robin Hood reitet durch die Lande voller Stolz und Wagemut, folgt ihm seine Bande. Ja. Es fürchten ihn die Bösen, die Guten sind ihm gut. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Der Rächer der Witwen und Waisen. Der wird mit dem Weißen, der Armen und Makellosen. Dann wird's kosten. Ja, war da was mit dem Wortspiel, ne? Ja, toll. Und das machen sie alles selber. Das machen wir selber. Also die praktisch den Filz und auch. Ja, wir lassen uns die Wolle kommen. Okay. Deutsche Produktion, oder? Von der Wollkämmerei, Wollmanufaktur. Mhm. Ne, weil es gibt ja keine orangenen Schafe auf der Weide. Das wird noch nicht gefärbt. Aber das wird. Schauen Sie hier, was oben drauf ist, sehen Sie das? Heidschnucke. Heidschnucke. Er kennt sich aus. Das glauben Sie vielleicht, ich komme unvorbereitet zu anderen Deutschen? Heidschnucke, Morschnucke. Das ist total nett. Alle Heidschnucke. Heidschnucke. Die werden bei uns übrigens im Hochgebirge da gehütet, wo der Steinbock auch vorkommt. Oh. Weil sie sich beim Weiden so gut mit Steinböcken vertragen. Was ich wusste, oder? Die werden auch in der Lausitz noch zur Landschaftspflege eingesetzt. Heidschnucken. Toll. Das ist mein Chance. Ich muss mir jetzt echt zusammenreißen, weil ich kann mit denen schon wieder Stunden reden. Oh, ist der genial. Aber das ist mehr so für Damen, oder? Damenhut. Schauen Sie mal. Das ist so Reinhard May. Der Mörder ist immer der Gärtner. In seinem Gewächshaus im Garten steht ihm grüner. Schürze ein Mann, der Gärtner rührt mehrere Arten von Gift gegen Blattläuse an. Kennst du? Der Gärtner singt, pfeift und lacht verschmitzt, seine Heckenschere, die funkelt und blitzt. Sensen und Jagdgewehr stehen an der Wand, da würgt ihn von hinten eine meuchelnde Hand. Der Mörder war nämlich der Butler. Ich will schon wieder zwei. Wir wollen ja bei Weihnachten. Aber schauen Sie mit diesem Hut, was kostet denn sowas? Entschuldigen Sie, wenn ich mal nach den Preisen frage. Das ist so 60. Wahnsinn. 60 der Taler. Da, wenn Sie sowas haben, so der Kunde, dann finden Sie nie wieder im ganzen Leben einen anderen Menschen, der einen ähnlichen Hut hat, oder? Und was ist das? Das ist keine Handelsspanne. Was ist das? Nein. Bekleidungsstück, oder was? Und das ist das, was so macht. Wickelrock, ne? Wickelrock. Hat mir gerade die Liebste, hat ihn sozusagen premierenmäßig sich mal um ihren Leib gewickelt. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das sollen Sie die Leute einfach vorstellen. Ja, sie wickeln sich jetzt keinen. Nein, und mir auch nicht. Also, Damen und Herren, Kaltenberg, Wochenende, Samstag, Sonntag. Wenden Sie sich an diesen Mann, wenn Sie schon immer einen Wickelrock wollten oder einen Dreispitz aus gewalkten Wollfilz. Ist toll. Wiedersehen, danke. Ja, gerne. Jeder Besuch. Damen und Herren, das ist nichts zum Essen, obwohl es wahnsinnig appetitlich ausschaut. Na, das, was hier liegt, ist alles Reinigungsmittel. Wir haben ja als Kind, ich weiß nicht so gut, da hat man so einmal so Kernseife gekauft und das dann an die Badwanne hingelegt worden und dann ist man einmal in der Woche so kräftig drüber schrubbend gegangen. Aber mittlerweile gibt es ja schon so Seifen, wo dann so praktisch so Material eingeht.
gearbeitet wurde, was dann so ein bisschen, wie sagt man, so das Appealing wirkt. Gell? In der Tat, das stehen wir genau davor. Das ist nämlich die Kokosseife, da sind gemahlene Kokosschalen drin. Toll. Das macht dann einen wunderbar zarten Teint, wie 3 Jahre oder noch kleiner. Das schaut nicht mehr aus wie Kokos, das ist er. Aber Kokosmilch ist nur eine Schnurschale. Schale, gemahlene Kokosschale ist da drin. Vor langer Zeit habe ich mal gewusst, wie man Seife macht. Das ist irgendwie, muss das sieden, gell? Seifensieder. Ja. Irgend so ein Natriumsalz von genau. Irgend so. Also ist ein bisschen aufwendig, ne? Ja. Also Fett braucht man. Fett? Wir verwenden nur Pflanzenfett. Mhm. Natronlauge, ein bisschen gefährlich. Natriumhydroxid wird aufgelöst mit destilliertem Wasser. Da entsteht eine chemische Reaktion. Zisch, dampft. Man darf das auch nicht einatmen. Mhm. Ist sehr, sehr gefährlich. Aber wenn man es auf die Haut kriegt, frisst es sofort. Ist AIDS-Natron. Es wird auf. Wenn man es aufgießt, kriegt es selber durch die chemische Reaktion so ca. 85 Grad. Okay. Muss runterkühlen auf ca. 40 Grad. Ja. Fett wird auf ca. 40 Grad erwärmt. Das ist wichtig, das Glycerin, was im Fett ist. Glycerinsalze. Da hängt sie an die OH-Gruppe vom Glycerin, das sind 3 OH-Gruppen, Hydroxylgruppen, da hängt sie dann das Natrium hin. Er kennt den Formelbaum. Ich war mal vor langer Zeit, ich war in Physik total schlecht. Das habe ich mit einem guten Chemie-Ohren so wieder aufgeholt. Man konnte ausgleichen, verstehen Sie? Nur im Deutschen konnte man nicht ausgleichen, darum hätte es mich fast immer wegen Deutsch durchgehauen. Ich war ein ganz schlechter Deutschschüler. Aber Chemie und Physik, Chemie und Physik konnte man ausgleichen. Darum weiß ich das. Aber ich bin dann immer so begeistert, weil die Herrschaften zu Hause, denen bleibt ja das alles erspart. Verstehen Sie das? Die müssen nicht in Chemie gehen und dazuhören und sich dann diese Verästerung da, was das ist. Ne? Richtig, er weiß ja, was er richtig was. Genau, da passiert nämlich eine Verästerung der Fettsäureschichten. Ja, genau. Cool. Wie viele Sorten haben Sie denn da? Oh, ich weiß nicht ganz genau, was ich habe ja noch nicht alles auf dem Tisch. Das ist Wahnsinn. Insgesamt machen wir so circa 50 Sorten. Weil das Schwierige ist, und das denke ich mal, dass man halt dann bei dieser ganzen chemischen Zeug, dass man die Aromen nicht kaputt macht. Gell? Wir verwenden nur natürliche Substanzen, also Pflanzenfette, natürliche ätherische Öle. Für die Rückfettung, erste oder Kaltpressung der Fette. Mhm. Das ist also sehr hochwertig, 4%. Deshalb kann man die Seifen auch von Kopf bis Fuß verwenden. Mhm. Sprich auch für die Haare. Brauchen wir also nichts Spezielles mehr. Noch ein guter Trick ist, sowas wie das in den Schrank zu den Wohlsachen dazu. In der Tat. Die duften wie Seuche nach Lavendel und es geht keine Motte rein. Genau, die Viecher bleiben weg. Genau. Das ist toll. Also wirklich ohne Schmarrn. Da kann es einer jetzt Mottenpulver oder was es immer gibt, Kugeln oder Papier sparen, dann ist einfach ein bisschen was von Surfer, kann es einen Scheiben schneiden dazu und das ist ein toller Duft im Schrank, im Wäscheschrank. Richtig, und wenn es dann aufhört zu riechen, weil natürliche ätherische Öle hören nach 1 bis 2 Jahren auf, kann man die Seife immer noch verwenden. Von Gesetzes wegen müssen wir schreiben, 2 Jahre haltbar nach Anbruch. Wenn Sie die in 10 Jahren anbrechen, ist sie immer noch gut. Also jetzt mit unserem Rezept. Es gibt mittlerweile ganz viele Seifeleute und ganz vielerlei Rezepte, natürlich, klar. Haben Sie auch irgendeines mit Weihnachtsstiften? Oh ja. Auch? Mhm. Ja, der Wahnsinn. Das ist ja irre. Haben wir selber eine Mischung zusammengestellt? Glühweingewürz. Düfte, so geht's so in die Richtung. Vanille, Orange, Zimt, Koriander. Das geht in die Richtung. Wenn Sie sich mit so einer Seife waschen, Damen und Herren, das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, weil ich bin ja eigentlich der Bewahrer der 2. Strophen der deutschen Weihnachtslieder. Dann kommt die Erinnerung dran zurück. Verstehen Sie? Dann wissen Sie nicht bloß so Tannenbaum und Tannenbaum, sondern dann wissen Sie auch plötzlich die 2. wieder. Probieren Sie es aus, glauben Sie mir es. Das ganz wichtig ist da der Duft, das Olfaktische. Oder olfaktisch, weißt du? Eine Frau. Küss die Hand. Deutsch war schwierig. Ja. Das hat sich aber geändert. Überhaupt nicht. Ich kann immer noch nicht schreiben. Aber bei uns in der Schule lernst du nicht die Sprache, wie es heißt, sondern die Schreibe. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Reden kann ich alles. Ja, aber schreiben kann ich es halt nicht. Schau Deutsch. Gute Umsätze. Das, Damen und Herren, das ist jetzt so eine Location, wo es also sehr märchenhaft wird. Da ist nämlich ein Grimmsches Märchen zu Hause, das mit Winter unmittelbar zu tun hat. Erinnern Sie sich? Ja. Das ist aber schön. Frau Holle. Unglaublich, gell, die Frau Holle. Genau. Und die lasst es dann schneiden. Anders ist es heute noch nicht da, gell?
Na, heute regnet es noch. Also die Frau Holle, die wird dann richtig Winterstimmung machen, indem sie von da oben artifiziellen Schnee auf den Besucherstrom runterregen lässt. So jeder vollen Stunde. Jeder vollen Stunde. Die Stunde ist dann immer voll, so 5 Uhr, oder wie am Marienplatz mit Glockenspiel, oder wie müssen wir das vorstellen? Ja, immer wenn die Frau Holle halt, wenn es schneit, ist es die volle Stunde. Ah ja, okay. Genau. Ach, das ist praktisch so Uhrenersatz. Genau, das ist der neue Kuckuck. Da war doch noch irgendwas mit einem Brunnen gewesen, oder? Ja. Wo ist der Brunnen? Den gibt es noch nicht. Wir haben jetzt einfach mal mit dem Schnee angefangen. Aber wir haben ja noch, wir sind gerade im dritten Jahr, wir haben ja noch wirklich Potenzial zur Expansion. Sie haben eine großartige Fantasie. Danke. Frau Hofmann, was haben Sie eigentlich in Ihrer Jugend, wie haben Sie die rumgebracht? Stellen wir wahnsinnig hart vor, wenn man so als kleines Kind so eine Fantasie hat, aber irgendwie nicht in Kaltberg zu Hause, sondern über solche Latifundien verfügt. Ne? Ja, da wird es dann zumindest nicht langweilig. Ja, Puppenstube oder Eisenbahn? Ja, eher draußen viel. Draußen, ja. Genau. Wenn man zwei große Brüder hat und eine ganz große Schwester und meistens alleine spielen muss, dann kriegt man eine gute Fantasie. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich war immer der große Bruder. So, Damen und Herren, jetzt schauen wir ein bisschen rum. Wir haben vorher schon gesagt, schauen Sie hier, dieses ganze Gelände für Sie illuminiert. Wann geht es denn eigentlich am Wochenende immer los? 14 Uhr nachmittags oder am Samstag? Oder? Am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Nein, 11:30 Uhr. 11:30 Uhr. 11:30 Uhr. Und wie lange geht es denn auf die Nacht? Oh, jetzt korrigiere mich bitte. Ich glaube, am Samstag, das ist Wissensquiz, gell? Sie sind der Pressesprecher. 22 Uhr, genau. Genau. Und Sonntag bis 20 Uhr, das habe ich nämlich richtig? Genau. Das habe ich nämlich zweimal auf der Website ausbessert. Eigentlich viel zu kurz. Ja, viel zu kurz, aber... Also sobald es dunkel ist, ist es wunderbar. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die Kinder haben und die am Montag dann auch wieder in die Schule müssen und so. Die werden sich freuen, wenn es dann am Sonntag um 20 Uhr vorbei ist. Das verstehe ich gut. Eigentlich, ich sage es immer, sollte den ganzen Dezember schulfrei sein. Ja, weil die kommen ja nicht zum Platzerl essen und mit den Lebkuchen. Überall gibt es Lebkuchen zum Kaffee. Die kannst du nicht bloß am Heiligen Abend essen, oder? Wie haben Sie es gemacht? Meine Mutter hat wahnsinnig viel gebacken. Bei uns gab es nach der Schule, vor der Schule und dazwischen auch Plätzchen. Ja? Ja. Finde ich gut. Plätzchen als Pausebrot ist toll. Ja. Also schauen wir ein bisschen. Bitte nach Ihnen. Miteinander zu verschränken, ist schon klar. Zu verschränken. Damen und Herren, wir sind jetzt gerade in einer Juchze hier in Kaltenberg, in einer Juchze, und zwar, wo eine Zwergenfrau die deine Geschichten erzählt. Was machen? Jawohl, ich erzähle Zwergengeschichten. Jawohl. Von, mit und über Zwerge. Es ist ja so, dass man, wenn man an einen Zwerge denkt, denkt man immer an diese Zwerge, die dem sogenannten Weihnachtsmann beim Anfertigen und Einpacken der Geschenke helfen. Ne? Genau, so ist es auch. Haben Sie freigekriegt, oder? Weil ich kann meine Plappermschnute immer nicht halten und geh den anderen auf den Nerv. Und deswegen sagen die immer, weißt du was, geh du und erzähl von uns ganz tolle Geschichten, die zum Beispiel die Gebrüder Grimm nicht aufgeschrieben haben, weil sie es ja nicht wussten, weil ja es unser Geheimnis geblieben ist. Und natürlich kläre ich die Leute auch auf, wieso wir Zwerge seit vielen hundert Jahren immer mit stehender Zipfelmütze dargestellt werden. Ja. Woher das kommt? Das ist nämlich der erste urkundlich beglaubigte Arbeitsschutzhelm. Weil nämlich mein Onkel, das ist ein Bergwerkzwerg gewesen, der hat sich ganz toll mal in den Kopf gestoßen. Okay. Und da kam er auf die Idee, nämlich sich die Mütze mit Schafwolle auszustopfen. Okay. Sieht ein bisschen albern aus, wenn der Zippel da so lang steht. Aber es tut immer so weh, oder? Eben, wir stoßen uns nie wieder in den Kopf am Berg. Also total raffiniert. Und das haben wir natürlich jeden Bergmann auf der Welt eben, diese tolle Erfindung eben noch mitgegeben. Aber das war eben alles noch vor der Zeit, bevor wir zu den Herren, der da am 24. seinen Ehrenauftritt hatte. Ja. Also ich erinnere mich an dieses Hey ho, hey ho, das ist so scoobig, das hat man locken, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Und wie sind Sie zu dieser Jurte gekommen? Die ist ja wieder ganz woanders anzusiedeln. Das ist ja was Mongolisches. Ja, das kommt näher aus dem mongolischen Russland. Also dieses
an sich unter den Steppenvölkern. Ja. Also nicht nur die Mongolen hatten sie, sondern also es zieht sich Schwarzmeer, Kaspische also Meer. Zum Schwarzmeer echt? Ja. Weil es eben praktisch war, man brauchte wenig, sagen wir, Material, hatte viel Platz. Mhm. Und gerade weil ja früher eben auch die Völker ja mit ihren Herden ja weitergewandert sind, war das schon eine tolle Geschichte, sag mal, zu normalen, sag mal, langen Stöcken und Zeltplanen und was man eben viel hatte, auch die Römer ja, also noch aus der frühen antiken Geschichte. Und ich habe sie natürlich ein bisschen modifiziert für meine Größe und auch eben, weil wir ja nicht immer an einem und denselben Ort sind. Also muss man es ja auch öfters packen, als packen. Also es sollte auch, sag mal, von der Strapazierfähigkeit her. Ja. Und ja, und das eben dieses kleine, noch nicht so richtig schöne Schmuckstückchen eben dann entstanden. Das ist ja bei den echten Juchten, was heißt echt, ist der, da ist ja noch richtig, aber da ist das Filz, gell? Die haben dann Filz aus. Ja. Man darf eben nicht vergessen, in der Mongolei, es ist ein sehr trockenes Land. Also die haben einen ganz geringen Niederschlagpegel und da ist natürlich die Wertlegung, dass es wasserfest ist, weniger. In Wintermonaten legen sie dann die vielen Lagen Filz, einfach für die Wärme. Aber wie gesagt, mit richtig Niederschlag ist eben dort in der Region kaum. Deswegen, wenn sag mal, Leute sich gerne eben eine kaufen möchten, es gibt viele Adressen, man sollte bloß beachten, diese Planen, die mitgeliefert werden, sind absolut nicht wasserdicht. Ja. Aber die kommt man imprägnieren, oder? Nee, das schafft nicht. Das hängt mit dem Gewebe zusammen. Okay. Also da müsste man dann schon noch einmal, sag mal, in die Tasche greifen und sich eben noch einmal mit ordentlichem Zeltstoff, viel mehr Segelstoff, sagen wir mal, ja, nochmal eine neue, andere Plane zu werden. Also viele kenne ich von Lagerleuten auch, die haben gerade die eben so ein bisschen, was weiß ich, in die Barbarenrichtung oder auch in die mongolische Richtung haben Jurten, aber die haben sich alle nochmal Planen auch nachnähen lassen. Und da hinten kommt dann der Ofen rein, oder? Da kommt der Ofen rein. Dann noch. Der ist noch im Auto, da kommt das Ofenrohr durch. Und mit der Unterschied zwischen zum Beispiel einem indianischen Tipi, ja, und einer Juchte ist eben nicht nur der Zuschnitt, sondern eben, dass in der Juchte kein offenes Lagerfeuer brennt, sondern ein Ofen seinen Platz findet, auf dem man auch kochen kann, oder? Genau, auf den kann man dann auch kochen. Von was ernähren sich Zwerge im Winter? Viel Fleisch. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ja, allgemein, kommt ja auch immer drauf an, in welchen Regionen. Ich meine, in vielen, sagen wir gerade in den nordischen, da gibt es nicht viel Obst und Gemüse. So, und dann muss man eben Fleisch. Die haben so Flechten und so Zeug, gell? Ja. Und das andere ist alles unter tiefem Schnee versteckt. Ja, und damit kommt man natürlich auch gut über die Runden. Nüsse sind natürlich auch sehr energiereich, leider für mich tabu. Das will mein Bauch nicht so richtig. Okay. Aber wie viele Märchen haben Sie denn so drauf? Oder unter wie vielen Märchen kann ein Kind dann bei Ihnen auswählen? Kann man da Bestellungen abgeben oder überraschen Sie lieber? Ich sag mal, über die Länge des Erzählens mache ich abhängig von dem Alter der Kinder. Okay. Weil, sag mal, 3- bis 5-Jährige, die kann keine halbe Stunde konzentriert zuhören. Ja, ja. Da kann man noch so viel mit Händen und Füßen erzählen. Da schreist die Konzentrationsspanne weg. Sodass ich manchmal eben auch eine Geschichte in 2 Teile mache. Gerade hier in Kaltenberg ist es sehr schön, weil ja die Leute meistens über längeren Zeitraum verweilen. Mhm. Sodass man eben sagen kann, eben mittags oder kurz nach dem Mittag, also wenn es eben losgeht, machen wir den ersten Teil und so kurz bevor es nach Hause geht, machen wir den 2. Teil. Sie dann super als Kindergärtnerin durchgehen. Wissen Sie warum? Weil Sie den Kindern auf Augenhöhe gegenüber treten. Ja, und das ist, viele vergessen es eben auch. Auch, sagen wir mal, ein Kind, sagen wir, wenn man den Geschichten erzählen will, es muss gemütlich, also von der Wärme her, also auch im Sommer, dass es dann eben Schatten hat. Es muss sitzen können und man muss eben sie wirklich, sag mal, ständig im Auge behalten. So, und sobald man eben merkt, da ist irgendwie, dann muss man irgendwie, deswegen
mich fragen viele Veranstalter, was erzählen Sie denn da? Oder ich bin kein Künstler, der da auf der Bühne steht und sein Programm runterrasselt, so wie andere, sondern wirklich ich auch auf die eingehe, auch auf Fragen eingehe. Gut, wenn es dann zu oft ist, dann musst du eben auch mal, wir müssen erst mal das fertig und dann machen wir weiter. Ne? Aber... Du Fussel! Ja, hier anwesend. Wir machen gerade Fernsehen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Es ist also aber riesig gewesen, haben Sie es gesehen? Ja, ja. Viel zu groß. Das ist ein Schmied, wie er im Buche steht. Okay, alles klar. Na, aber ich sage immer, wissen Sie, wenn die Leute zu einer rauskommen, die sollen einfach die Kinder mitbringen, dann haben sie eine halbe Stunde lang Zeit, können sie ein bisschen über das Gelände strapazieren und damit abholen, oder? Genau, so machen wir das auch meistens. Oder viele eben, die holen sich eben mal einen Glühwein oder das schon. Dann kommen sie eben wieder hierher und... Ja, nehmen Sie dann wieder in Empfang. Bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich wünsche einen schönen Advent und viele gute Geschichten. Macht's halt einmal nicht. Ja, Wahnsinn, kam's, fahrt's eine Viertelstunde. Wahnsinn. Und wer erzählt mir jetzt ein bisschen was? Sie vielleicht? Na, wer? Wo? Ich nicht. Warum Sie nicht? Das sind diese... Sie schauen so, als ob Sie öfters mit Bohnen essen würden. Tatsächlich, mein Lieblingsgemüse seit dem Projekt. Was ist das für ein Projekt? Schaut jetzt wirklich ein bisschen mehr wie Erbsen aus, würde ich sagen. Oder also täuscht es? Bitte. Ihre Vorstellungskraft ist nicht wirklich... Nein, ich bin jetzt richtig, also wenn es so um Schotengewächse geht, bin ich jetzt keine große Leuchte. War das als Bohnen? Aber erzählen Sie mir ein bisschen, warum drei Bohnen? Ja, Bohnen. Ja, Märchen. Zur Grimms Märchen gelesen. Unter anderem Hans und die Bohnenranke. Und wenn sie aufklettern, dann geht's ab. Echt? Dann ist der Riese oben, oder? Ja, da oben, das kommt Projekt nächstes Jahr. Okay, mit dem Schloss. Schloss oben drauf. Ja! Nein, war ein wunderschönes Projekt jetzt. Ja, Wahnsinn, da habt ihr viel Arbeit, aber. Richtig Material braucht, oder? Ja. Was ist das für Material? Was verbaut ist, also sollen wir jetzt die magischen Geheimnisse... Gehen wir mal hier. Meine Herren, folgen Sie mir. Sowas muss man sich immer aus der Nähe betrachten. Ich bin also ein Mensch, der will immer da Hand anlegen. Darf man es berühren? Ja, natürlich. Ja, echt? Das ist schon beeindruckend. Echt. Wie lange habt ihr denn da gebraucht? Wir sind vor eineinhalb Monat haben wir Planung angefangen, glaube ich, sowas. So. Also ihr habt erst einen Plan gemacht? Ja. Habt ihr mit alle Tricks? Der Plan war so groß, der A5-Plan von dem Matthias eine Skizze gemacht hat. Genau, wir haben eine Skizze gezeichnet, um es uns vorstellen zu können. Aber es ist natürlich schwierig, weil es sehr organisch ist irgendwie und sowas. Das muss man gewachsen. Ja. Das Mittelding wird nur lackiert, dann sieht man den Übergang. Ja, ja. Das macht ja nichts. Ich meine. Die ist aus Glasfaser, also aus Polyesterharz, Glasfaser, Verbundstoff. Und war schön zu modellieren. Es hat was Epochales, darf ich das so ausdrücken? Epochal. Epochal. Also nicht epoxidhaftes, sondern was Epochales. Ne? War die erste, die du jetzt gemacht hast, oder? Ja. Ja, das erste Projekt mit dem Material. Und großartig. Ja, die erste Bohnenranke. Ja. Für die Blätter sich so nach unten neigen, praktisch fast so ein bisschen sich dem Betrachter zuwenden. Gell? Ja. Das hat irgendwas. Das künstlerische Detail ja. war uns wichtig, hat uns auch tatsächlich viel Zeit gekostet, um manche Sachen auch einfach nochmal zu revidieren und neu zu formen. Also wir sind wirklich an ein paar Punkten gewesen, wo wir gesagt haben, okay. Das gefällt uns nicht, wir machen es nochmal von vorne. Ja. Alles nochmal weg. Ihr seid so ein Wahnsinn. Neu wickeln. Ja. Wer ist denn der Schlimme von euch, er oder du? Wie bitte? Wer solche Entschlüsse fasst? Wenn man auch so ein Blattl, wenn es fertig ist, sagt, nein, das ist kein Bohnenblatt, sondern ein Erbsenblatt. Hauptsächlich ich gemacht. Nochmal weg und nochmal neu. Das muss man ab und zu machen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt am Ende. Ja. Also, ja. Also praktisch so dem Motto folgen, Weihnachten ist ein märchenhaftes Fest und wir wollen den Kindern so ein bisschen einen Eindruck verleihen. Genau.
Mir ist Märchen echt erschreckt, oder? Ja, ich denke so, dass das Bild, was eigentlich für die Bohnenranke spricht, ist, wenn man durch dieses Tor über die Brücke hier reinläuft und einfach nach oben guckt und es dreht sich so in den Himmel und fängt einfach den Blick und lässt träumen. Drehen an, oder was? Nee, aber das erregt so den Charakter. Genau. Ich war mal in New York. Und wenn man da so auf Manhattan zufährt, dann sieht man diese Skyline. Die ist schon sehr beeindruckend, weil man dann die ganzen Wolkenkratzer sieht. Aber am beeindruckendsten war, wie ich dann so die Fifth Avenue runtergefahren bin mit dem Taxi. Und ich habe einfach nur Häuser. Dann habe ich mich so rückwärts aus dem Taxifenster ausgeladen und habe dann so aufgeschaut. Ja. Also das von unten nach oben schauen, hat schon auch, wenn es also dann... Das ist schon toll. Ja, ich bin gespannt, wie viele Kinder dann dastehen und aufschauen. Ich glaube, dass die holen dann die Handy raus und nicht googeln. Das ist genauso. Ja, gut, genau. Das informiert sich über Märchen. Sein. Oder ja. Über Bohnenranken. Bohnenranken, ja. Genau. Also, ich habe einen Bekannten, der hat viel mit Kindern zum Teil gesagt, das Dramatische an Kindern ist heute, dass die wenigsten nur Schuhbandel binden können. Weil das Feinmotorische schon darunter leidet, dass die nur noch diese Fingerbewegung machen, verstehst du? Ach so. Ja, nein. Darum finde ich das so wichtig, was ihr macht, verstehst du? Hier kann man wieder Dinge begreifen, die nichts mit Telekommunikation zu tun haben, verstehst du? Tatsächlich. Ich find, ja. Das finde ich echt wirklich gut. Ja. Wo haben sie die zwei her? Was machen die normalerweise für sie, außer Pflanzen züchten? Normal sind meine Freunde. Echt, ohne Schmarrn? Klar. Ja, wenn man solche Freunde hat, dann kann man locker so einen Weihnachtsmarkt machen, oder? Ja klar, so einen Weihnachtsmarkt kann man nicht ohne gute Freunde und gute, engagierte Leute, die da auch Bock drauf haben, machen. Wahnsinn. Haben Sie einer gedacht, dass das so wahnsinnig gewendet hat? Ja. Echt? Mhm. Genau so habe ich mir das gedacht. Da haben die zwar nicht bloß ein hohes künstlerisches Potenzial, sondern können auch Gedanken lesen. Das ist gefährlich, gell? Warum? Wenn man Gedanken lesen kann. Mhm. Sie können vor denen ja kein Geheimnis mehr haben. Ja, ich will auch gar nicht Gedanken lesen können. Sie? Aber die zwei. Nee, wir haben einfach viel, über diese Bodenstange geredet. Und die kennen mich halt auch gut. Und das haben sie richtig gut gemacht. Und da bin ich auch echt froh. Drum. Das ist einfach ein super Hammerteil, oder? Ein Hammerteil. Ist es eigentlich schwierig, dass man in so einer Brauerei Glühwein etabliert? Nein, es war gar nicht so schwierig. Wir haben einen Glühwein gesucht, haben den auch relativ schnell gefunden in Österreich, über einen ehemaligen Geschäftspartner. In Österreich? In Österreich, jawohl. Müssen wir gleich mal probieren. Das ist jetzt der weiße Glühwein. Ja. Wird von der Feinbrennerei Prinz hergestellt in Österreich. Wurde jetzt extra für uns die letzten 3 Monate entwickelt. Und haben wir... Das ist ein Chardonnay. Kann ich nicht sagen. Das ist ein Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall Spitzenglühwein. Mhm. Absolute Winzerqualität. Hat nichts damit zu tun mit irgendeinem Glühwein von der Stange. Irgendwas, was man im Supermarkt schnell kauft um die Ecke. Wurde extra, wie schon gesagt, für uns gemacht. Sind wir auch recht stolz drauf, ist ein gutes Produkt. Wahrscheinlich ist das sogar gesund. Ja, total gesund. Weil Wein weiß jeder, die Italiener, die werden 117 Jahre alt. Oder älter. Oder älter. Und das liegt nur am Wein und am Olivenöl. Und das ist jetzt praktisch der rote, man ganz deutlich sieht. Wir haben natürlich noch mehr Auswahl. Wir haben noch einen Apfelpunsch. Wir haben noch einen Honigmet und einen Kirschmet. Ein Kinderpunsch selbstverständlich. Was, ein Kirschmet? Ein Kirschmet, genau. Das ist ein Honigmet mit Kirsche, genau. Wer kommt auf sowas? Ja, das ist... Dass man Wir machen das schon relativ lang beim Ritterturnier mit dem Met. Dann haben wir gesagt, das setzen wir beim Weihnachtsmarkt auch um. In der heißen Variante. Okay. Genau. Ja. Und für die ganz hart Gesottenen haben wir noch einen Absinthglühwein. Na, auch so mit reintropfen und so und abfackeln? Nein, das ist nicht mit Abtropfen und Fackeln und sonst irgendwas, sondern das ist ein relativer, ja, der wird auch unser weißen Glühwein. Da kriegst du, wenn du zu viel trinkst, Halluzinationen, gell? Ja, da muss man schon richtig viel trinken. Visionen? Visionen auch, aber da muss schon richtig trinken und da fällt eher davor um. Aber der ist wirklich gut, da ist so eine leichte Zimtnote drin, aber was ist das für eine Traube? Der ist vor allem nicht so süß. Der ist fruchtig. Der ist fruchtig. Ja. Relativ fruchtiger. Nicht süß. Die meisten, gut, das ist dann immer so ein bisschen der Unterschied zum Industrieglühwein. Der ist meistens dann relativ süß, wo man dann einfach so die bitteren Noten verstecken möchte. Und der. Welschriesling.
Ein heißer Welschriesel, echt? Ja. Ja, kann sein. Aber auch nicht. Genau. Nee, toll. Produkt. Wie machen Sie das eigentlich, dass Sie während dann solchen Festivitäten dann selber nicht irgendwann mal umfallen? Wenig trinken. Und nur rumtrinken. Kann man das machen? nur rumtrinken. Nur rum und Kaffee. Okay. Nein, man muss aufpassen, wir trinken bei der Arbeit eigentlich nichts, weil wir koordinieren jetzt 18 Stände aktuell und mit ungefähr 90 Mann Personal, da muss man dann schon relativ gut auf der Höhe bleiben. Vor allem als Chef? Ja. Du musst da praktisch mit leuchtendem Beispiel vorangehen, gell? Ja, leuchten tut man da meistens am Abend. Na, die Nase, oder? Genau. Nein, ich verstehe das gut. Also ich könnte es nicht. Ja. Ich könnte es nicht. Nein, das ist... Ich könnte es einfach nicht. Echt, da habe ich schon gewisse... So, also eine leichte Bewunderung macht sich jetzt in mir da schon breit. Also, ohne es machen, Damen und Herren. Ja, also ich konnte das nicht anders sagen. Also wissen Sie, also, wenn Sie anfangs von der Sendung nicht dabei waren, alle Wochenenden jetzt im Advent vor Weihnachten, Samstag und Sonntag hier in Kaltenberg, ganzes Gelände, erforschen Sie es. Seien Sie begeistert, trinken Sie. Und vor allem, ich sage Ihnen noch was, nach so einem Glühwein, da können Sie locker dann nur Bier trinken. Wichtig ist nur, dass Sie dann anschließend nicht Auto fahren müssen. Aber vielleicht nehmen Sie halt Mama mit oder Ihr Sohn hat schon einen Führerschein. Dann ist das alles kein Problem, nicht, gell? Nein, bei uns kein Problem. Wir haben auch öffentliche Verkehrsmittel angebunden. Und sogar ein Shuttle, der von der S-Bahn hierher fährt und wieder zurück. Richtig. Mit ortskundigen Fahrern, die sich nicht verfahren, sondern nicht zum Bahnhof finden. Und meistens. Toll. Also wie gesagt, ausprobieren, dabei sein. Jetzt bedanke ich mich bei Ihnen für die freundliche Unterstützung, also sprich fürs Zuschauen. Ich wünsche einen schönen Abend und ich muss das nur austrinken, weil sowas darfst du nicht still lassen. Haben Sie eigentlich gewusst, wann man einen roten und einen weißen trinkt? Wissen Sie die Abstufung? Nein. Weißen vor 12 Uhr und den roten dann. Perfekt. Ja. Wann geht es eigentlich los bei euch? Am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Und bleibt es auf dem Weißen sitzen? Nein, meistens nicht.